Fischstadt-Tief Lennep wieder in der Altstadt unterwegs, und zwar hier im Rotationstheater. Das Rotationstheater ist eine ziemlich kleine Bühne, wie Sie heute gemerkt haben, Frau Farell. Was zieht Sie immer wieder nach Lennep? Warum immer in dieses schnuckelige Theater? Wir waren hier immer wieder und wir sind hier so gerne. Und ich würde immer wieder ins Rotationstheater kommen. Das ist einfach hier eine tolle Bühne und wir haben hier ein wundervolles, aufmerksames Publikum. Ich habe auch das Gefühl, dass es denen heute total gut gefallen hat. Und es war für uns wieder ein ganz toller Abend. Also, ich finde diese Unterschiedlichkeiten im Leben so toll, dass ich einmal für eine Veranstaltung auf der Längstes Arena Bühne stehe vor 10.000 Menschen und dann bist du hier, das ist so intim und du kriegst quasi, es gibt Menschen dazwischen, die sagen was, die fragen einfach was. Das hört man noch auf der Bühne. Ja, ja. Es gab ja, es gab ja auch eine Dame, die ein paar Mal was gefragt hat. Sowas finde ich zum Beispiel auch ganz toll. Das würde man in der Längstes Arena gar nicht mitkriegen. Nein, ich liebe das. Diese ganze Abwechslung, die Sie auf der Tour haben, mal eben Längstes Arena, jetzt mal hier in so einem kleinen Theater in Lennep, ist es das, warum Sie überhaupt den Sprung gewagt haben, auf die Bühne zu gehen und Ihre Fernsehkarriere nebenbei laufen zu lassen, aber jetzt auch zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal hoch auf die Bühne? Ja, also ich meine, wir haben in der Pandemie so viel absagen müssen und wir holen jetzt einige Termine nach, aber es gibt vor den Theatern so einen Stau an Künstlern, wie ich es bin, die ihre Termine nachholen wollen, dass man gar nicht nachkommt. Also das heißt, es ist ja keine Entscheidung, dass man sagt, ach, ich gehe jetzt mal wieder auf die Live-Bühne. Wir haben alle eine furchtbare Zeit hinter uns. Ich habe das Glück, dass ich viele andere Dinge im Kalender habe, aber es ist definitiv im Moment der Versuch, einige Termine endlich nachzuholen. Das gelingt auch mittlerweile? Ja, also ich konnte nicht alle nachholen. Das denke ich mir nämlich, weil das war ja 2 Jahre Corona-Stau. Wie will man das alles nachholen? Das kriegt man nicht hin. Also sie werden irgendwann wieder versuchen, ganz neu anzufangen. Aber jetzt bin ich mit einigen Terminen auf Tour. Das ist ein tolles Gefühl. Das ist einfach wunderschön. Den Leuten hat es sehr gut gefallen. Man muss dazu sagen, wir waren ausverkauft. Es ging nichts mehr. Es waren Leute an der Abendkasse da. Die haben noch gefragt, können wir Tickets holen? Wenn nicht geht, geht nicht. Wir haben nur mal begrenzte Kapazität, wie Sie gemerkt haben. Jetzt möchte ich nur etwas verraten. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Sie haben eine kleine Verletzung. Wie ging das Signieren gerade? Sind Sie Rechts- oder Linkshänderin? Ich bin Rechtshänderin. Ah je, okay. In den meisten Dingen. Ansonsten ist es erstaunlich, in dieser Zeit zu sehen, was die linke Hand alles kann. Ja, also Übung macht den Meister. Ich habe so eine Technik erfunden, dass ich das Handgelenk nicht bewege beim Signieren. Also es geht irgendwie. Und ich habe ja auch hier so eine Schiene. Ich bin operiert worden, die Hand ist gebrochen. Naja, aber gibt Schlimmeres. Würden Sie vielleicht noch ganz kurz verraten, was jetzt die nächsten 1, 2, 3 Tage ansteht? Sind Sie wieder im Fernsehen zu sehen, morgens, mittags, abends, oder sind Sie wieder auf einer ganz anderen Bühne? Was steht bei Ihnen an? Also ich bin ab Montag nächste Woche wieder bei Live nach 9, habe ich die nächste Woche. Und wir sind diese Woche auf Tour, das kann man alles auf meiner Homepage sehen. Wir sind bis Sonntag auf Tour. Und ansonsten entstehen gerade neue Songs, ich mache neue Musik. Durch das Buchschreiben hat die Musik ein bisschen brachgelegen, aber das ist halt bei mir die verschiedenen Baustellen und jetzt mache ich neue Songs. Sehr schön, die Internetseite blenden wir sehr gerne rein, auf jeden Fall mal vorbeischauen. So viele unterschiedliche Talente, Sie sind Moderatorin, Sie schreiben Bücher, Sie machen jetzt Musik. Ich persönlich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin und lassen Sie uns nicht im Stich, kommen Sie wirklich sehr, sehr gerne wieder hier in der Lennep ins Rotationstheater. Ja, Reintraut und ich, wir machen was aus. Freue mich, vielen Dank. Ja, natürlich. Danke, danke schön. Johannes, dein Fazit zum heutigen Abend, kurz und knackig. Es war ein super Abend und ich bin immer noch hin und her gerissen, weil sie war so sympathisch und so authentisch, wie ich das nicht vermutet hatte. Und gerade diesen Eindruck kann man wahrscheinlich auch nur in einem Theater bekommen, wo man so nah an dem Künstler sitzt. Das hätte man in einer großen Arena gar nicht geschafft, oder? So ist es. Die Intimität unseres Theaters, du sitzt im Grunde in der ersten, zweiten Reihe 3 Meter von ihr entfernt und hast im Grunde ein super Erlebnis, wie man es im großen Theater nicht hat. So ist es und das macht gerade dieses Theater hier aus. Deswegen kommt immer nach Lennep ins Rotationstheater in die Altstadt. Danke dir. So ist es, danke.